Und jetzt machen wir Impro Beyond the Meter. Ich erkläre einmal kurz, was auf euch zukommt. Außer muss ich es noch schick machen. Sekunde. So viel Zeit muss sein. Okay, ich glaube, diese Tätigkeit schaffe ich nebenbei. Sehr gut. Okay, also Freunde. Willkommen zu Beyond the Meter. Ich weiß leider gerade nicht, in welcher Episode wir sind. Das steht dann auf dem YouTube-Video drauf. Und zwar, was auf uns heute hier zukommt, ist die Frage, also wir machen quasi Sonderedition Beyond the Meter, haben wir letztes Mal zwar schon mal gemacht, aber es ist tatsächlich berechtigt, jetzt nochmal Beyond the Meter Sonderedition zu machen, weil gerade die Spring Championship durchgegangen ist in Korea und das haben wir alles gecastet, aber da habe ich natürlich keine Replays zu. Und das zu analysieren macht quasi keinen Sinn, weil wir einen neuen Patch haben und auf dem alten Patch gespielt wurde und der neue Patch ist ganz anders. Es gibt neue Helden, also es gibt sowieso auch einen neuen Held, aber es gibt quasi auch fünf neue Helden, weil sich die Talente teilweise so unendlich hart verändert haben. Insofern ist es quasi schwachsinnig, sich die alten Sachen noch anzugucken und dadurch, dass es jetzt quasi noch nicht wirklich große, spannende Turniere mit den besten Teams gab, finde ich es auch nicht sinnvoll zu sagen, okay, wir machen Beyond the Meter über, was ist sich den Gofor Cup oder so. Stattdessen gibt es die Sonderedition, was ist eigentlich gerade Lit Meta? Weil wir haben, denke ich, alle, wahrscheinlich auch die Pro-Teams, noch keine Ahnung, was eigentlich momentan so die besten Strategien sind, die besten Helden und so weiter. Deswegen machen wir jetzt Magic. Also, ich habe aus dem Gofor Heroes vom Sonntag und dem Zotac so ein bisschen Sachen zusammengesammelt und wir gucken uns jetzt erstmal einfach Drafts an und versuchen rauszufinden, was haben die Leute hoch gewertet und was für ja, die weiß ich nicht, die fast Top-Teams in Europa, was haben die gepickt, was für Helden finden die wichtig momentan und so weiter. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal schnell ein paar Drafts durch. Welches Oberlein nehmen wir da am besten? Endlich den Draft kriegen. Die Frage ist nur, ob das jetzt funktioniert. Es funktioniert! Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt hier noch hier Textfile mit rein und machen uns Notizen. Also, wir finden erstmal raus, was für Helden werden gebannt, weil das sind Helden, die gut sind, und was für Helden werden gefirstpickt. Und dann machen wir noch Kategorien und überlegen uns, was die Kombos sind und so weiter. Also, wir fangen erstmal einfach an, die Bans aufzunehmen. Oder ich glaube, die First Bans sind eigentlich nur das, was wir haben wollen. Also haben wir Sonja und Sagara. Wir zählen einfach durch, so über die verschiedenen Matches, die wir sehen wollen. Und wir überlegen uns, was die Idee der Combo jeweils ist. Also wir sehen hier, achso, und First Pick nehme ich einfach auch auf. Ich weiß jetzt zwar nicht, wer hier First Pick hatte, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass beide Helden, die bei den Teams als erste gepickt wurden, als wichtig erachtet wurden. So, und jetzt überlegen wir uns noch, was die Combo jeweils sollte. Also, wir haben Goofers mit Stitches Hook, was eigentlich immer ein relativ defensives Setup ist. Dann die Lunara mit Poke Damage und Solo Support und dazu aber zwei Melee Assassins. Also, das wirkt für mich erstmal ein bisschen schräg, muss ich sagen. Man hat aber natürlich auf Tomb of the Spider Queen den Zul unten, das ist natürlich erstmal mächtig und die Sagara war gebannt. Also okay, da haben sie viel Lane-Kontrolle und können im Early Game mit dem Poke Damage von mit auch dem Wave Clear von Lunara Thrall viel machen, denke ich. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, was NL Gaming ist, leider, ich kann euch den richtigen Namen nicht sagen. Zwei Range Assassins, also eigentlich noch ein bisschen defensiver. Li Ming und Falstad. Falstad eigentlich ungebraucht. Und Greyman ist ja eigentlich auch
wird quasi gespielt als Range Assassin. Also eigentlich noch defensiveres, also man macht viel Damage zwar, aber möchte natürlich von der Position her nicht so in die Gegner reinfahren, sondern den Schaden auf Distanz machen. Und sie haben keinen Helden, der ankommt gegen den Zul auf der Lane. Das, also ich muss schon sagen, das wundert mich sehr. Und das ist vom gestrigen Go vor, wenn ich mich nicht täusche. Können wir irgendwas Besonderes hier aufnehmen? Achso, genau, ich wollte noch sagen, bester Tank. Stitches Mover. Bester Support. Tassadar. Uta. Okay, und so machen wir weiter und gehen noch ein paar weitere Drafts durch. Der kommt schon mal weg. Netland Gaming, okay. Feiling, kannst du mir gerade mal den das Grid linken zufällig? Weil würde mich jetzt interessieren, wie weit fortgeschritten das ist, weil ich habe das einfach so gefunden. So, weiter geht's mit dem nächsten Draft. Also die haben Best of 3 gespielt. Das ist es dann das Finale vielleicht sogar, weil man spielt ja eigentlich nur Best of 3 im Go vor, wenn man ziemlich weit gekommen ist. Okay, also wir sehen Sky Temple. Da ist es so. First Bans sind Zul und Illidan. Okay. Weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir die ganze Zeit Illidan werden sehen. Ne? Also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung in der Hero League ist, aber bei mir ist es so, Illidan wird immer gebannt. Und dass wir jetzt auf Tomb of the Spider Queen keinen Illidan-Ban hatten, hat mich eigentlich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. First Picks, Thrall und Li Ming. Wobei man sagen muss, Netland, wie heißen die? Netland Gaming hatten letztes Mal auch diese Combo aus Falsat und Li Ming als die ersten beiden Picks. Also, na gut, aber vielleicht, das sieht hier so ein bisschen so aus. Warum bannen sie denn Uta? Also wahrscheinlich ist es so, dass sie in der ersten Rotation diese beiden nehmen, dann Uta bannen und wissen, als sie haben den nächsten Pick und da picken sie Rega. Das wäre meine Vermutung. Na gut, aber sonst gucken wir nochmal auf die Combo. Wieder ein, also Single Support, das ist das Interessante. Wieder, na gut, zwei Range Assassin und ein Melee Assassin, also Rufus ist insgesamt wieder im relativ, weiß ich nicht, standardmäßigen Lineup und auf der anderen Seite tatsächlich auch dieses Standard-Setup, ein Tank, ein Support. Ah, so sollten wir das aufführen. Das ist noch besser. Na egal. Ein Melee-Assassin, also ich weiß, Sonja ist eigentlich ein Warrior, aber zählt als Melee-Assassin für mich. Und zwei Range-Assassins, also dieses super Standard-Setup. Scheint irgendwie besonders wichtig zu sein. Beste Support könnte man jetzt hier sagen Uther, weil sonst wäre, also weil er halt gebannt wurde. Also gebe ich dem mal zwei, weil sonst kein Support früh gepickt wurde. Und bei den Tanks Muradin etc. Feiling hat dann nur die Webseite gegoogelt. Na toll, Feiling. Okay. Ja, macht nichts, weil ich habe hier noch den Stream von Ingame auch noch als Quelle. Da gucken wir dann einfach auch noch gleich rein. Die haben mich, also ich glaube, Amsel hat gecastet. Dann können wir auch noch mal ein bisschen genauer gucken, wie sie das dann auch gespielt haben jeweils. Und vielleicht so ein bisschen besser verstehen, was die Idee dann jeweils war. So, das ist der nächste. KFC gegen NL, das wird dann wahrscheinlich die Runde davor sein, würde ich annehmen. Also ich bin vor allem auch von dem Draft-Tool, das ist ja Stormcraft-Draft-Tool hier, bin ich von der ersten Seite immer weiter nach hinten gegangen. Das heißt, ich habe erst sozusagen die aktuellsten Sachen genommen, also sprich wahrscheinlich das Finale und jetzt könnte das dann sowas wie Halbfinale sein vielleicht. Und wir sehen wieder Zul, Ben.
Und Li Ming dazu. Ich meine, ne, wir sehen tatsächlich interessanterweise noch keine krassen Änderungen. Wir sehen sogar spannenderweise auch die Jaina mit im Spiel, obwohl die ja ziemlich genervt wurde. First Picks sind wieder der Thrall und Falstad. Also man muss schon sagen, es scheint sich überraschend wenig geändert zu haben, ne? Also ich dachte tatsächlich, dass sich das total ändern würde. Und von der Combo her sehen wir wieder ein Tank, ein Melee-Assassin, zwei Ranged Assassins oder zwei Ranged-Damage-Dealer. Und auf der anderen Seite zwei Tanks, ein Heiler und zwei Ranged Assassins. Also da hat Netland Gaming ein bisschen abgewichen. Wieso, kann man sich fragen. Naja, weil das hier ziemlich aggressiv ist, deswegen haben sie als Last Pick den Tyrael genommen. Also weil einfach die Kombo von ETC, Jaina und Thrall so unendlich ins Gesicht ist. Und vor allem hat die Jaina halt quasi einmal diese Kombo, Blizzard und der ganze Burst, was wehtut. Und wenn das überlebt wird, dann kommen alle gut klar. Insofern, die Sanctification noch zusätzlich mit reinzunehmen, ist wahrscheinlich eine Reaktion auf den Draft. Und insofern würde ich das jetzt sozusagen nicht als andere Art von Composition auffassen. Also mich wundert eigentlich, muss ich sagen, dass wir nicht die ganze Zeit Doppelsupport sehen, weil ich jetzt gedacht hätte, war auch sehr erfolgreich in Korea, hätte ich tatsächlich erwartet, mehr zu sehen. Sowas fehlt mir noch, bester Tank. Johanna ist gebannt, Muradin ist früh gepickt, also nehme ich hier diesmal nur bester Tank Mura mit dazu, weil Johanna und ETC sind hier quasi ähnlich gewertet, würde ich so empfinden. Und bester Support, Tassadar ist gebannt und Uta Rhega sind die beiden Picks. Und wahrscheinlich soll Tassadar nur als möglicher zweiter Heiler rausgenommen sein. Insofern nehme ich hier mal mit Uta Rhega. KT RIP. Ja, KT haben wir tatsächlich nicht dabei. Nie wieder. So, dann habe ich einfach noch Spiele von Go genommen, weil ich weiß, dass Go gut sind. Die spielten aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, wo das ist. Ja, doch, GoFor ist es tatsächlich. Wir sehen einfach hier nur zwei Maps von Go. Und ich denke, dass die gegen teilweise unbedarfte Teams gespielt haben. Deswegen würde ich jetzt, also weil das einfach irgendwo in diesem Draft-Tool drin war. Und insofern würde ich jetzt einfach nur mitnehmen, was Go gepickt hat. Oder beachten. Und Go spielt tatsächlich Doppelsupport. Aha! Und Bend Illidan. Aha! Na, sowas hatte ich mir doch vorgestellt. Doppelsupport, Sonja und ETC wichtig befunden. Und Tassadar, würde ich sagen, ist der Supporter, der hier als wichtig erachtet wird. Das wird dann halt die Runde davor gewesen sein, würde ich annehmen, wo Go Muradin bannt und ETC pickt. Also das ist so ein bisschen dieser alte Trick, den wir auch in Korea viel gesehen haben. Bei den Tanks wurde ja auch relativ wenig geändert. Insofern würde es da Sinn machen, dass Muradin ETC immer noch so die Haupttanks sind. Wichtigster Support, naja, nehme ich mal nicht mit auf, glaube ich. Also wenn, dann würde ich Tassadar da mit aufnehmen. Aber wahrscheinlich ist es richtig, da Tassadar da aufzunehmen. Weil der als wichtig genug erachtet wurde, von ihnen gebannt zu werden. Auf der anderen Seite Illidan übrigens gepickt. Und Li Ming. Das sind schon die Helden, die uns stark vorkommen, so insgesamt. So, und jetzt, also ich glaube, das war es jetzt mit den, genau, das waren die die Drafts, die ich so gefunden hatte. Oh, entschuldigt bitte. Wir gucken uns jetzt so ein bisschen die VODs durch. Vom GoFor und vom Zotac.
Und Sotek war vorher, nämlich Samstag, und Gofor war Sonntag. Also gucken wir erstmal Sotek, und zwar ab den Final-Partien, also ab der Grid-Phase, also Viertelfinale. Und zwar müssen wir rausfinden, was der Russe gecastet hat. Gut, man kann die Teamnamen nicht lesen. EPS gegen Out. Ah, das ist schon ein Halbfinale, okay. Wissen wir Bescheid. Und davor EPS gegen EG. Na, perfekt. Das ist tatsächlich auch ein ziemlich gutes Spiel. Epsilon gegen Elysium. Ja, das ist richtig gut. Geil. Ausgezeichnet. Dann gucken wir uns da mal den Draft an. Und gucken dann so ein bisschen im Spiel, was passiert. Also erstmal sind wir ein bisschen reingezoomt, nur ein bisschen zur Seite schien. Wir sehen als Bans Muradin und Falstad. Oh, wir hatten noch keinen Falstad-Ban, okay. Der ist natürlich auf so großen Maps Battlefield of Eternity besonders gut. Und ETC First Pick, also dieser Trick, den wir auch ganz oft gesehen haben von den amerikanischen Teams, auch hier. First Pick, ETC und Li Ming. Li Ming haben wir schon. Und von der Art der Composition haben wir hier ein Tank, zwei Melee Assassins, ein Support, ein Range Assassin und. Also, ich muss noch das hier eben erstmal fertig machen. Besser Tank. Da machen wir mal ETC. Weil sie hätten ja auch ETC, Ben und Muradin picken können, wenn sie den Muradin lieber gehabt hätten. Aber sie haben den ETC höher gewertet. Warum ist jetzt Uta eigentlich nicht gebannt? Also ich würde hier auf jeden Fall Uta reinpicken, weil die Lunara und der Greyman unendlich ausrasten dürfen mit dem Uta. Und Doppelsupport finde ich gerade richtig geil. Mal schauen, ob das. Ah, ihr seht die ersten zwei Picks nicht, sorry. Aber da sind ETC und Greymane. Macht euch keine Sorgen. Ja, und Uta ist der Last Pick. Also finde ich richtig sicken Draft von Epsilon, muss ich sagen, dass man Uta hier Last picken darf. Also macht euch nochmal klar, ne? Die Koreaner, die unendlich hart dominiert haben in Korea, haben die ganze Zeit Uta Tassadar gespielt, wie das zum Beispiel auch Virtus Pro gemacht hat in Katowice. Ja, wenn dann mal, ich dachte mir schon, dass ich zwischendurch gefailt habe. Nie Glück. Na gut, wir gucken mal auf so ein paar Teamfights, einfach nur aus dem Interesse heraus, wie sie gefightet haben. Also ne, von der Herangehensweise. Hier müsste es wahrscheinlich gleich den ersten Fight geben, würde ich annehmen. Denn beide Teams sind gerade 10 geworden. Neokids werden erstmal Camps gemacht. Das könnte bedeuten, dass beide Teams jetzt erstmal nicht fighten. Genau, beide Teams machen tatsächlich einfach nur Camps. Und eigentlich muss Elysium jetzt fighten vor 13. Mal schauen, ob sie das machen. Weil Epsilon gleich 13 werden. Und außerdem ist ihr Immortal low. Okay, Sundering irgendwo hin ins Leere. Und da ist Divine Shield Moshpit. Der Klassiker. Insta-Kill. Okay, leichtester Sieg für Epsilon. Okay. Da muss man nicht mehr zu sagen. Also, Sakka findet kein gutes Engagement. Sie versuchen es die ganze Zeit. Werden aber von Lunara und Greymane gepokt. Und in dem Moment, wo sie reingehen, gibt es Divine Shield Moshpit. Also die Kombos. Unendlich krass, was Epsilon da haben. Es gibt noch mal ein bisschen, um zu gucken, ob es überhaupt noch mal zu einem fairen Teamfight kommt. Weil, ah ja, das hier ist noch mal ganz gut, so mit 18 gegen 16. Ah, okay, sie werden nicht ganz 16. Also das ist natürlich Game-Winning Immortal sowieso. Aber wenn sie jetzt mit 16 nochmal einen guten Fight nehmen, dann geht nochmal was.
Wave of Force auf der Li Ming, um Moshpit zu interrupten. Aber Moshpit kommt trotzdem auf 3 mit Instant Divinity. Das ist toll gemacht. Das gucken wir uns nochmal mit Pause ein bisschen genauer an. Habe ich nicht gelesen. Nee, ich gucke gleich nochmal Raid Boss. Danke. Was muss EU machen, um an den Rest der Welt ranzukommen? Also, ich glaube, in Europa, also die nächste Globals ist ja in Europa. Ich glaube, da hat Europa eine gute Chance, mitzuhalten mit den Koreanern. Ist hier ein bisschen aggressiv von Stork eigentlich, muss man sagen. Aber er hat halt Doppelsupport hinter sich, insofern kein Problem. Wave of Force hat ihn da auch nochmal zurückgeworfen. Also, es war schon ein bisschen zu viel des Guten von Stork. Und das Sunring, oh, das ist ja bitter. Oh, eigentlich Stork overextended hier rein, kriegt das Sundering diesmal sehr gut und soll getötet werden, aber die Valar hat Drain of Vengeance gerade hier hingepackt, glaube ich. Also mega Pech, weil wenn das hier ist, dann leidet der ETC ganz gut. Und das Divine Shield vom Uther kommt, glaube ich, eigentlich ein bisschen zu spät, aber dadurch, dass hier nicht der Rain drauf ist, hat der ETC kein Problem, Moshpit anzumachen und kriegt dann Divine Shield. Gucken wir mal, ob er erst anfängt, Divine Shield zu kriegen oder erst anfängt zu tanzen. Ja, da ist der Rain of Vengeance. Oh. Da haben sie sich offensichtlich nicht gut abgesprochen, natürlich. Irezim engaged gerade mit dem mit der Valar und dann kommt das schöne Sunring. Nie Glück. Okay, und ich glaube, das Divine Shield ist letztlich da. Aber die erste Wave war schon durch. Also, ich glaube ehrlich gesagt, mit dem Rain of Vengeance hätte der ETC da tot sein können. Unlucky. Ja, dann aber diese Combo ist natürlich immer so krass. Divine Shield, Moshpit. Sofort 3 tot. Li Ming ist, glaube ich, geklänzt worden, kommt nochmal raus. Aber Spiel ist natürlich sofort vorbei. Oh, Zack stirbt tatsächlich sogar noch. Ja, also ich glaube tatsächlich auch, die Europäer haben sich ein bisschen selbst geschlagen dieses Mal. Also, wie Draconi sagt, wahrscheinlich wird man sie nicht mechanisch schlagen, aber man kann halt cleverer sein als sie oder besser draften. Aber die Europäer haben eigentlich gerafft in Katowice, dass Doppelsupport am besten ist momentan. Deswegen hat MindSanity sich qualifiziert, weil sie die ganze Zeit Rega Tyrande gespielt haben, was kein anderer gemacht hat, was aber super gut war. Und Virtus Pro hat es fast geschafft. Die haben zum Beispiel Team Liquid geschlagen, indem sie Uther Tassa da gespielt haben. Und dann haben die Europäer aus irgendwelchen Gründen einfach aufgehört, das zu spielen, was völlig bekloppt ist, meiner Ansicht nach. Und die Koreaner haben das tatsächlich die ganze Zeit einfach nur gespielt. Einfach nur die ganze Zeit haben sie das abused. Und bis zu den Globals im Sommer wird sich natürlich nochmal alles geändert haben im Meta. Und die Konsequenz wird sein, dass man was ganz anderes braucht, ganz andere neue Strategien rausfinden kann und so weiter. Und da haben dann die Europäer, glaube ich, die größte Chance, dass sie nochmal mit ein paar extra Tricks an den Start kommen. Und insofern, also ich mache mir keine Sorgen, dass MindSanity, Team Liquid, Dignitas, eins von diesen Teams wahrscheinlich am ehesten gegen die Asiaten gewinnen können. Okay, wir haben die Kombo gesehen, die Idee und so weiter. Doppelsupport, Moshpit, Divine Shield, also ist sicker Dream Draft, den sie da hatten. Es geht ein bisschen nach vorne, dann, ja, das bedeutet, wir gehen ins Halbfinale und sehen jetzt Epsilon gegen Outlaws. Also natürlich ist, also falls euch das nicht bewusst ist, natürlich ist es völlig random, die Auswahl von Spielen, die wir jetzt haben, einfach nur das, was ich sozusagen schnell bekomme. Nee, Illidan Pro. Also ja, MindSanity hat verloren gegen Cloud9, aber natürlich, wenn man sich die Spiele anguckt, haben sie eigentlich gewonnen. Also ich meine, ne, das kann man ja sehen, wie man Bock hat, aber also sie hatten ja einen unendlich großen Lead. Also sprich, eigentlich waren die Tricks oder die Mechanics gut genug und so weiter und die Draft smart genug. Na gut, First Picks, Zul und Sonja diesmal. Okay. Und First Bans sind Falstad und ETC. Also Epsilon. Ne, warte mal, was habe ich erzählt? Falstad und Greyman, Entschuldigung.
bester Tank ist Muradin, weil früh gepickt von Outlaws und auf der anderen Seite wurde nichts früh gepickt. Bester Support ist Tassadar, weil früh gepickt. Nee, ich glaube, das ist eigentlich nicht unbedingt ein Trickster. Also, die europäischen Teams haben einfach nicht so performt, wie sie können. Wirklich schlicht und ergreifend. Sie haben einfach nicht so gut gespielt, wie sie können. Was sollte ich? Sollte jemand anders irgendwas, glaube ich. So, den Raff kurz noch zu Ende laufen lassen, damit wir wissen, was hier noch dazu kommt. Fehlt ein Tank. Müsste wahrscheinlich Johanna sein. Weil Stitches passt hier nicht so gut rein. Chen könnte man noch überlegen. Sergeant Hammer ist natürlich sehr interessant. Wir sehen wieder. Okay, es ist tatsächlich Stitches. Stitches passt immer gut gegen Hammer. Soweit so gut, aber. Ist eigentlich nicht so eine gute Team-Synergy. Kein Follow-up-Stun. Die Sonja möchte reinfahren in den Gegner. Also gefällt mir eigentlich nicht so gut der Draft von Epsilon. Während Outlaws das haben, was man haben möchte, meiner Meinung nach. Ein Tank, zwei Supports und dahinter dicken Damage. Aber ich verstehe nicht so richtig, warum es unbedingt diese. Ah, der Suhl gefällt mir. Ah, okay, es ist Sky Temple, okay, na gut, dann ist der Suhl wahrscheinlich okay. Ich glaube, es ist so ein bisschen Cheese von Outlaws. Ich glaube, die wollen unten pushen mit dem Suhl auf ne, Sky Temple, wo man so eine Solo Lane hat und oben dann sowas wie Muradin, Hammer, Uta, was halt super noch zusätzlich Schaden an Gebäuden machen kann. Also ja, Hammer ist natürlich nicht schlecht, macht trotzdem Schaden und so weiter. Aber ich glaube, das ist einfach von den Damage-Dealern insgesamt nicht geschickt genug. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre alternativ ein Greymane, der nicht nur ein bisschen Poke-Damage macht, sondern eben auch hinterher springen und einen Kill sichern kann, glaube, da hat man ein bisschen mehr von. Weil die Doppel-Support-Composition, die ist natürlich was super, weil sie hatten einen Lead und haben gestrode. Sprechen wir jetzt von Cloud9 oder von diesem Spiel hier? Ne, okay, wir sprechen offenbar von My Insanity. Ja, ich möchte nicht dieses andere Thema jetzt noch so komplett durchwalken nebenbei. Das ist ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Also. Ich glaube, das ist mit dem Doppelsupport eigentlich insgesamt nicht genug Damage. Also es muss eigentlich Poison Nova sein. Man kann sogar über Archon nachdenken, aber das ist so von einer Team kommt dann ein bisschen weniger günstig. Und Sergeant Hammer muss jetzt sozusagen als richtig brutaler Damage-Dealer dann genug Damage reinbringen. Aber sie kriegen halt nichts tot. Auf der anderen Seite Epsilon kann man weglaufen und irgendwann kriegt man halt einen Hook gegen irgendwas, was stirbt. Ja, gefällt mir nicht so gut mit dem Hammer. Ansonsten finde ich es ganz okay. Mal gucken wir uns mal an. Da sind wir gerade, Level 10, perfekt. Gucken wir uns nochmal die Entwicklung ein bisschen mehr an. Okay. Also, sie sind ziemlich deep drin, weil sie das vorhaben wollen. Chetir braucht deswegen direkt Unterstützung, kriegt jetzt eine schöne Forcewall, aber auch das Ancestral. Und hinten rein geht die Poison Nova auf drei Leute. Also jetzt erstmal gut gefightet von Outlaws, aber fünf Mann more, na gut, vier Mann more in der Backline tut richtig weh. Aber sie gewinnen den Fight trotzdem, das ist ja krass, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ja, also wir sehen natürlich Napalm Strike auf dem Hammer, weswegen man damit halt sehr, sehr gut poken kann. Aber es kann halt Greymane auch. Nur dass Greymane zusätzlich noch reinspringen und alles vernichten darf. Freunde, seid mal nicht so böse zueinander. Seid nett zueinander. Das finde ich viel besser.
Okay, also der Fight ging letztlich even aus. Aber abgesehen von der Maw, quasi perfekt für Outlaws. Gegner ist overcommitted. Sie flanken wunderschön mit der Poison Nova hinten rein und können dann alles abfarmen. Glaube, ist eigentlich unrealistisch, so einen Fight nochmal zu haben. Aber war erstmal natürlich sehr, sehr gut. Ich meine, immerhin war das in Cecil Linie auch sehr gut. Outlaws overcommitten jetzt hier ein bisschen, aber gut, geht alles gut. Passt, passt, passt. Es gibt mir bis zum nächsten Fight. Okay, shit, haben wir verpasst. 13 gegen 13, jetzt geht's drauf. Poison Nova trifft tatsächlich alle. Aber die Divine Shield ist schon raus. Wieso ist das schon raus? Okay, wir müssen ein bisschen früher gucken. Okay, sie sind noch nicht 13. Von unten kommen jetzt zwei Leute geflankt. Oh, Muradin ist low, braucht Avatar. Okay, ich weiß nicht, wo das Divine Shield bleibt. Aber also sie haben einfach ganz viele Abilities nicht ab. Und Sardunemma geht einfach alle töten, jawohl. Also er kriegt immerhin die Zagara noch mit, aber also man sieht schon, der Damage könnte dann reichen, wenn sie da gezielt genug gemeinsam reingegangen wären. Aber ich glaube, sie kamen einfach in die Position nicht gut rein, weil sie Talent Disadvantage hatten. Okay, ist aber nicht so schlimm schief gegangen tatsächlich. Und das hier scheint der entscheidende Fight zu sein beim Boss. Mit 14 gegen 15. Also das ist eigentlich auch even. Und jetzt haben sie auch alle Ultimates ab. Also das hier sollte jetzt eigentlich funktionieren. Wir haben natürlich Angst, dass der Gegner 16 kriegt. Ich glaube, sie kriegen einfach 16. Nie Glück. Okay, Boss wird angegangen. Ah, und der Zul ist auf der Toplane. Und pusht da aus. So, jetzt muss der Muradin eigentlich den Stitches blocken die ganze Zeit. Muss die ganze Zeit davor stehen, damit der nicht hooken kann. Auf den Spot drauf darf nur der Muradin. Und vielleicht noch ein weiterer, ja. Okay. Ja, der Zul ist jetzt erst da. Gott, ey. Der Zul ist jetzt erst da und der Uta ist in der Maw, sodass der Muradin keinen Divine Shield kriegt. Also, ich würde sagen, die Drafts sind ebenbürtig sozusagen. Epsilon spielen ein bisschen besser als die Outlaws und ein paar Sachen sind auch einfach, laufen gerade so günstig für die Outlaws und deswegen verlieren sie das dann. Wieso ist das noch nicht vorbei? Okay, sie haben nur Keep geholt. Ich meine, das ist natürlich trotzdem quasi vorbei, aber das heißt trotzdem, wir sehen noch einen Teamfight, das ist ja ganz schön. Also sie haben halt verlieren zwei Keeps. Und damit ist auch das Sky Temple eigentlich immer Ende. Okay, Stork wird engaged. Oh, wieder so eine schöne Maw. Und hinten steht Andy Landy mit dem Ball bereit. Ja. Ja, also was soll ich euch sagen, Freunde? Das ist halt letztlich Snowball. Das ist auch was, wo ihr vielleicht dann bei den Spielen in Korea das Gefühl habt, lol, die laufen da voll dämlich rein, die anderen sind besser. Aber die Wahrheit ist halt, wenn man zwei Keeps kaputt gemacht gekriegt hat, dann muss man in den Gegner ein bisschen reinheizen und hoffen, dass man noch einen guten Fight kriegt. Und insofern ist das nicht wirklich Missplay. Ja, aber das haben natürlich Epsilon einfach gut gemacht. Und wenn sie natürlich so fighten dürfen, Gegner läuft über Putrid Bile, sie öffnen mit drei Mann Maw, ist schon dann ein guter Fight für sie. Na gut, so viel dazu und dann gehen wir jetzt weiter zum Finale. Da haben wir uns die Draft schon angeguckt, nämlich die beiden Partien, die ich da schon rausgefischt hatte. Ah ne, Epsilon gegen Bubble Scott. Hatte ich tatsächlich doch nicht. My bad. Li Ming nicht gebannt, alles vorbei. Ja, das können wir uns von mir aus auch so merken. Das pickt man.
war es hier. Oh, okay. Und der Ute? Nein, don't do it. Gerade noch so gefangen. wo ist mein Textfile? Hier ist mein Textfile. Okay. Also, First Bands, Greymane und Zul. Auf Toom natürlich auch wieder so eine Map, wo Zul mit der Laning Power einfach super ist. Dann First Pick, Zagara, Li Ming. Zagara ist quasi logisch folgend aus dem Zul-Ban. Und Li Ming gilt als Imba. Bester Tank. Stitches tatsächlich. Können wir auch so bemerken, dass der auf Toom hier beliebt ist. Ja, krass. Ist einfach nur, wir wollen jetzt mal Stitches spielen, weil es Toom von Epsilon. Alrighty. Bester Support. Tassadar. Auch relativ eindeutig. Ja, das ist krass. Das ist NA-Meter. Tassadar früh sichern. Oder auch die Choris. Also die Choris haben wir tatsächlich Tassadar immer gefirstpickt. Und Tassadar firstpickt man eigentlich. Also man hat damit die Option, Single Support zu spielen, aber in den meisten Fällen will man damit noch eine Doppel-Support-Comp bauen. Würde ich unterstellen. Okay. Dann mal schauen, wie sie das gespielt haben. Also man könnte jetzt auch genau gucken, wie das im Early Game läuft, natürlich. Ich würde jetzt mal unterstellen, okay. Bubble Squad haben sozusagen mehr Wert aufs Early Game gelegt mit Johanna, Zagara, also gute Laning Power und gewinnen folgerichtig das Early Game und können jetzt versuchen, von da zu snowballen, aber sie sind nicht unendlich weit vorne. Insofern noch alles okayisch für Epsilon, weil sie werden jetzt Level 10 und können fighten um das zweite Payment. Das ist das, was man gerne hinkriegen möchte. Und das hier ist jetzt aber ein ganz entscheidender Fight für Epsilon. Jetzt den Bubble auf die Lunara. An die Landy wird einfach gekillt, weil Single Tassadar Support kann nichts machen. Und jetzt sind sie ganz klar hinten. Also eigentlich ist jetzt tatsächlich, also ne, wenn ich jetzt so da ganz grob rangehen würde an solche Sachen, würde ich sagen, okay, hier ist das Spiel gewonnen für Bubble Squad, weil sie kriegen jetzt das Payment 5 gegen 4 unterwegs momentan und können mit Level 11 gegen 10 pushen. Und was am Ende dieses Pushes sein sollte, ist, sie sind Level 13 und haben mit Talent Deed das nächste Mal die Kontrolle und können sich aussuchen, was sie machen. Payment wird nicht gehen, aber man könnte dann sowas wie Boss machen, weil sie haben zusätzlich auch noch Sundering und Maw, um sich Boss zu sichern. Also ich würde hier, glaube ich, also entweder, also man muss natürlich erstmal versuchen, aus dem Payment so viel wie möglich rauszuholen, dass man erstmal 13 wird. Und dann, denke ich, könnte man hier tatsächlich sagen, direkt danach Boss. Okay. Also sie kriegen das eine vor unten. Ist tatsächlich ein bisschen eigentümlich gesplittet. Wir sehen hier 4 Mann und der Thrall ist irgendwo da oben unterwegs. Ganz schön risky. Weil der Seratul beim Gegner und so. Und Stitches, also hätte ganz schön übel schief gehen können. Und sie wollen auch noch das. Also sie wollen einfach unten noch ein bisschen mehr Stress machen. Das ist natürlich ein bisschen Time Waste, was Bubble Squad hier gerade machen. Sie laufen jetzt hier einfach noch eine halbe Stunde Kreise, statt XP von allen Lanes zu soaken. Weil da müssen ja offensichtlich gerade noch 2 Leute auspushen. Sie könnten eigentlich in der Zeit oben vielleicht einen Tower rausnehmen oder sowas. Stattdessen nichts geschieht, gespielt. Natürlich nicht ganz optimal. Naja. Sie haben 40 von 60 Gems, also sie können wahrscheinlich Talent Lead auch noch lang genug delayen, um das nächste Payment klar zu machen. Wie gesagt, sie könnten Boss versuchen, was einfach Zeit kaufen würde, aber dann würde in der Zeit Epsilon bezahlen. Dann würde das Payment quasi verpuffen, weil man Boss defenden muss und andersrum, Bubble Squad könnten Boss defenden, aber dann wären wahrscheinlich danach trotzdem Level 14 gegen 13 angesagt. Insofern kann Bubble Squad jetzt auch einfach, also ja, kann Bubble Squad wahrscheinlich genauso gut sagen, okay, wir versuchen noch einen Kill zu finden und dann zu bezahlen. Ja, das ist schön gemacht jetzt. Sie finden genau jetzt noch die Aktion, bevor der Gegner Level 13 wird.
Also genau das, was man haben will. Verhindern jetzt noch oder killen noch sozusagen 10 weitere Gems. Aber der Serature reagiert sehr smart und zahlt ein in der Zwischenzeit. Sodass jetzt die Webweaver kommen und XP reinholen quasi für Bubble Squad. Oh, jetzt wird der Fight komplett andersrum gewonnen. Ah, endlich sehen wir einen Teamfight. Das war ja eigentlich das, was uns ursprünglich hier interessierte. Blade wird erwischt, gehuckt, der Rest wird gebabbelt. Naja, das ist so ein Fight, wie man ihn eigentlich haben will. Okay, na gut. Also da kann man eigentlich nicht mal was zu sagen, weil das ist wirklich, also da lassen sich Bubble Squad unendlich hart erwischen. Und die Konsequenz ist, eine Sagara kommt von oben irgendwie noch so verzweifelt reingerannt, macht die Moins nichts. Blade geht in die Bubble, ist aber quasi schon tot und so. Also das war einfach unendlich schlecht von Bubble Squad. So ein Fehler darf halt nie passieren, weil dann ist sofort Turnaround und es ist immer Lawinengefahr in Tomb of Spider Queen. Also wir stellen erstmal fest, bis jetzt, Illidan wird nicht höher, nicht, weiß ich nicht, allzu viel höher gewertet als man als vorher. Sylvanas kommt ab und an vor, aber kam ja in Korea auch durchaus ab und zu vor. Wir sehen tatsächlich gelegentlich Lunara, wobei zum Beispiel jetzt hier gegen Single Support Hassadar, da ist halt Lunara explizit gut. Und ich glaube, normalerweise wäre sie nicht so gut. Ja, nächster Teamfight. Obwohl sie hier 5 gegen 4 sind, verlieren Bubble Squad. Also die Ming ist ja auch sowas von brutal. Also was die da an Damage die ganze Zeit macht. Und Stock mit dem Stitches mit Pulverize sorgt dafür, dass der Laser quasi immer drauf bleiben kann. Das ist auch eine ganz schöne Combo. Ist das Spiel erwähnt? Ja. Also, ja, das Spiel ist einfach vorbei. In dem Moment, wo da so hart gestroht wurde von Bubble Squad, ist das Spiel einfach vorbei. Dann gehen wir rein in die nächste Map. First Pick EDC und Sonya. Battlefield of Eternity. Muradin gebannt. Highest bester Tank EDC. Bester Support. Tyrande. Okay. Ich First Bands aufgeschrieben? Nee, ne? Greymane und Muradin. Und Shen gibt es hinten raus. Von der Composition her, was haben wir da? Zwei Melee Assassins, ein Heiler, ein Tank, ein Range Assassin. Also halt sozusagen diese aggressive Combo. Aber was wir halt nie haben, eigentlich ist drei Range Assassins. Und hier haben wir auch zwei Melees und zwei Range Assassins, also auch so eine. Okay, das wird nicht Leoric sein, würde ich mal annehmen. Sonst hätten wir hier Triple Tank mit zwei Range Assassins. Das wäre überraschend. Aber wer weiß. Okay, ist Uta. Also zwei Tanks, zwei Range Assassins. Verstehe ich nicht so wirklich das Line-up. Sie haben Tassa da selbst gebannt, damit nicht Tyrande Tassa da zustande kommt. Und es war Tankknappheit, deswegen auf der anderen Seite Chen. Es gibt mal ein bisschen zu den wichtigeren Parts. Okay, sieht so aus, als hätte Epsilon einfach von Anfang an gewonnen gehabt. Ja. Ja, ist einfach von Anfang an over. Also sie haben irgendwie 10 gegen 8 und dann 13 gegen 11 und dann jetzt gleich 16 gegen 14. Also ist einfach die ganze Zeit gewonnen. Versuchen nochmal. Oh, da kriegen sie nochmal einen guten Fight tatsächlich. Aber Moshpit gegen 2. Ja,
Keine Ahnung, die Composition von Bubbles Curd ist so komisch. Ist das mit wenigstens mit Hinterlandsblast? Nee, auch das nicht. Der Chen muss halt tief rein, um irgendwas zu machen. Tankt dann nicht. Und dann kommen halt zwei Tanks in sie reingelaufen. Und dann macht natürlich Tyrande Falster, die machen alle gar nichts. Also das macht einen eigentümlichen Eindruck. Der Draft auf Seiten von Bubble Scott funktioniert nicht. Okay, na gut. Soweit, so gut. Tavern of Heroes ist übrigens der Stream, falls ihr euch das nochmal genau angucken wolltet und auch um eine vernünftige Quelle anzugeben. Also was sehen wir bis jetzt? First Bans, Sonya Zagara, jeweils einmal ist nicht so wertvoll wichtig. Dann Illidan vielleicht tatsächlich einfach nur zweimal so aus Angst gebannt. Dann ganz auf Zul, Muradin und Greymane. Und First Picks, vor allem Li Ming. Und ganz oft ETC, Muradin, die beiden Tanks, die am wichtigsten sind. Und ich glaube, Tassadar ist tatsächlich hier die Main Story. Also wundert mich wirklich insgesamt sehr. Mein Eindruck wäre, also meine Vermutung wäre gewesen, dass sich das Meta total geändert hat und ganz andere Sachen gespielt werden. Und tatsächlich kann durchaus sein, dass die allerbesten Teams in Europa, die jetzt, ne, geheim die ganze Zeit scrimmen, dass die in Wirklichkeit noch irgendwelche krassen Builds haben, die wir jetzt aber hier nicht sehen. Das finden wir im Zweifel nächste Woche raus, wenn ich MSI Gamers Day mache. Ist nämlich parallel der zweite Qualifier. Der dritte Qualifier für die Summer Regionals 1 in Leicester. So, ich mache eine kurze Pause und dann gucken wir uns noch eben den Zotac an, ob da was anderes passiert ist. Und sonst wissen wir, glaube ich, jetzt ganz gut Bescheid. Ich gucke nochmal eben, was Red Boss geschrieben hat und dann gucken wir, wie gesagt, gleich nochmal ein paar VODs rein. Bis gleich.